Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Wir haben gerade die Batterie zurückgebracht. Jo, danke. Das sollte reichen, zurück zum Spiel. Ah, man kann sich dann auch warpen quasi. Ekelhaft. Tja, tut mir leid, dass du das sehen musst. Es ist das letzte Gebiet in Portopia, in dem es noch Leben gibt. Dieses stinkende, sich windende Anhäufung von Unzulänglichkeit. Oh nein, du bist genau zum falschen Zeitpunkt gekommen. Dieser Generator wird gleich explodieren oder so. Du musst ihn aufladen, bevor das passiert. Das Ganze ist ein Wettlauf gegen die Zeit, du wirst schon sehen. Okay. Wenn mein Gesicht null sagt, hast du verloren. Scharfschützenbot. Hier läuft die Zeit davon. Tja, gute Frage. Ich bin Köder. Quasi. Reicht nicht. Fuck. Du hast vermasselt. Es hat gekracht. Stell dir vor, dieses Ding explodiert, das ist gerade geschehen. GG. Boom, dein ganzes Geld ist weg. Tolle Sache. Du willst es zurück? Dann erreiche diese Stelle wieder, ohne erneut zu sterben. Zurück zur letzten Wegmarke, die du erreicht hast. Und dann erreiche einfach dorthin springen, wo du warst, oder? So leicht ist das nicht. Alle abtrünnigen Bots des Gebiets sind soeben neu entstanden. Ja, okay, das ist aber nicht so wild, weil da war nichts. Gut. Ja, diesmal schaffen wir das locker. Beeil dich lieber, ja, guck nicht so cocky, Junge. Das Ding ist gleich erledigt. Wow, klasse.
Du hast ihn aufgeladen, bevor er explodiert ist. Wenn ich dir applaudieren könnte, würde ich es tun. Geld. Jawohl. Such dir eine deiner Karten aus. Der wollte gewählt werden. Lass mich kalibrieren. Ah, eine neue Fähigkeit dazu. Stimmt, ja. Gut, ja. Besser als nichts. Im Nachhinein hätte ich es gerne anders gewollt. Ich habe vergessen, was es macht. Beginne es sich in die oder aus der Bestiengestalt. Nehmen wir mal. Lashy Fisch ist ist finden musst. Andere Wahrschreiber Fische auch. Tief unten. Ja, Lashy ist wahrscheinlich da hinten in dieser einen Truhe, die ich nicht gewuppt gekriegt habe. Klären hier. Er ist auch so ein Verwandler-Ding. Das verliere ich einfach. Ja, das war's. Darf jetzt jederzeit aufstehen, ne? Erinnerst mich nicht mehr dran. Lass doch mal gucken, ob wir das hier doch noch geknackt kriegen. Dass der da ist, ist essentiell wichtig, um Damage zu machen. Dabei dürfte das Ding doch nicht mehr explodieren. Also irgendwas habe ich grundlegend falsch bei dieser Fähigkeit, die da haben.
einfach rumprobieren. Es ist halt echt ein Problem, wenn das Ganze nicht visualisiert ist, was da jetzt passiert. Zu verstehen, was da passiert. Ich wollte gerade gucken, ob ich was übersehe, ob ich die noch irgendwie anders verschieben kann, aber scheinbar nicht. Das nervt mich. Ich will das jetzt gucken. Weil ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wie die Scheiße da funktioniert. Diese komische Fähigkeit davon. So. Ja, wie googelt man danach? Inscription. Wie heißt dieser Bot? BO3 oder so? Nee. Das Sliding Persel. Scheiß Cookie, Scheiße, Alter. Piss dich. So, also. Das sieht so aus. So. So. Und so. Warum hat es funktioniert? Wer bist? Ist das Stimulation? Etwas anderes als Dunkelheit? Vielen Dank. Mach mit mir, was du willst. Alles nur keine grenzenlose Dunkelheit. Okay, wir haben den. Doch nicht Lashy, wie ich dachte. Da hinten kann man auch nicht drücken. Da. Mein Stuff. Gut, ich habe nichts, was ich wirklich ausspielen kann, außer ein leeres Gefäß. Kannst du einfach instant so ein Ding jetzt ausspielen? So ein Doggo. Mehr habe ich nicht Energie. So, Fischbot 1-3. Dahin.
Ihres Gefäß. Dahin. Stimmt, er hat ja Scharfschütze. Spielen wir den da? Yes! Ich hab guter Fisch, Junge. Holy shit. Ich kenn ja alles. Dann packen wir Bolzenhund dahin. Und holen uns das Match dann. Zack. Bist du? Ist das hier Gold? Gerade wollte ich anfangen, es abzubauen. Schätze, ich brauchte nur einen Tritt in den Hintern. Eine deiner Karten steht davor, ein alter Ego zu entwickeln. Als Bestie. Und du darfst ja aussuchen, welche Karte und welche Bestie. Ist nicht allzu kompliziert. Nehmen wir den da. Was haben wir da? Welche Bestie wird in deinem Bot leben? Eine 3-1er. Vogel. Giftbiber. Wir nehmen die 3-1er. Nicht, was ich mir ausgesucht hätte. Ja, aber dich hat keiner gefragt. Laufen wir hier im Kreis? Moment. Ja doch, hier waren wir. Ja. Dann gehen wir da. Fisch. Chrisbot hat er natürlich instant. Ach, das ist ein Flugding, das ist eh egal. Da hätte ich kein leeres Gefäß hinstellen sollen. Tauschsport ist alles nicht das, was ich eigentlich gerne hätte. Sehr gut. Ich vergesse immer, dass der Scharfschütze hat.
Den hätte ich vielleicht nicht killen sollen. Ich meine, da ist jetzt ein Grisbord. Nicht gut. Ja, wird schon passen. Ich glaube, das Ding Hammer. Ja, zack. Der Kerl, der früher hier wohnte, war total schludrig. Nicht, weil er seine Hütte nicht sauber hielt. Ich nehme meine seine Spielweise. Ständig macht er Fehler. Geschichten und Atmosphäre waren ihm wichtiger. Du hast es kapiert, oder? In einem Kartenspiel kommt es nur auf die perfekte Strategie an. Nun, aber ob der wirklich die perfekte Strategie hat, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.